Hallo zusammen. Heute mal irgendwie ein bisschen anderer Vortrag, nicht hier mal so die Standardtechnik. Heute machen wir mal ein bisschen Physik. Ich wollte erst fragen, Englisch oder Deutsch? Irgendjemand dabei, der nicht Deutsch spricht? Somebody here doesn't speak German? I don't mind, you know, it doesn't matter. Deutsch also? Ist euch Deutsch lieber? Ein bisschen mehr Physik ist vielleicht einfacher. So, okay, heute das Thema Low Energy Nuclear Reaction. Das ist das erste Thema, auch allgemein bekannt unter kalter Fusion. Und wenn man irgendjemanden fragt, ey, kalte Fusion, geht das? Dann ist die erste Antwort, nee, das geht nicht, das wurde doch widerlegt. So, aber ich würde mal sagen, 20 Jahre ist ganz schön lange her, da können wir ja mal gucken, was ist denn da eigentlich so passiert. Und ich wollte erstmal mit einem kleinen Quiz anfangen, eine kleine Umfrage. Wir haben hier drei Theorien zur Auswahl. Ja, ich gebe Clues für alle von den Theorien und ihr dürft entscheiden, für welche Theorie ihr seid. So. Die Theorie ist die erste Theorie, allgemein anerkannt. Die wird über die Zeit hin, wo diese Theorie entwickelt wurden, haben die wissenschaftlichen Ergebnisse, die Messungen nicht so wirklich gepasst. Es wurden immer mehr Variablen eingeführt. Inzwischen sind wir über 20 so in dem Dreh. Man muss schon sehr gut gucken, wenn man diese Theorie glauben will. Und es ist eine klassische Theorie, aber sie ist kontradikt zur Theorie Nummer 2. Es werden darin Dinge erklärt, die sind nicht in Phänomen Nummer, in Theorie Nummer 2. So, Theorie Nummer 2 ist auch allgemein angenommen. Die hat eine Logik, die kann man nicht mehr fassen. Das ist allgemein akzeptiert, geht über unseren Vorstellungshorizont. Es gibt da so Zustände mit unendlich viel Energie in kleinstem Raum, das ist da völlig okay. Und es ist nicht wirklich mit unserer normalen Wahrnehmung übereinnehmbar. Dann, sie erklärt aber Phänomene, die sind nicht in Nummer 1. Dann haben wir Theorie Nummer 3, die ist nicht kompatibel mit 1 und 2. Und weil sie eben nicht kompatibel ist mit den ersten beiden, wird sie halt auch nicht wirklich, betrachtet. Sie ist klassisch logisch, aber sie erklärt die Phänomene von 1 und 2. So, und ich möchte mal wissen, wer ist für Theorie Nummer 1? Niemand für Theorie Nummer 2? Welche von den Theorien du gut findest so? Okay, erste Theorie ist die Big Bang Theory. Da kann ich sehr empfehlen, sich Alternative Cosmology Group mal anzugucken, was die für peer-reviewed Papers verlinken. Also das ist schon, da gibt es Phänomene im Universum, die sind mit Big Bang Theory wirklich nicht mehr zu vereinbaren. Zweite Theorie ist die Quantenmechanik. Und die dritte Theorie ist BSMSG. Die werde ich im nächsten Vortrag vorstellen. Mal schauen. Crisis in Cosmology. Mal gucken. Man hat vor 2-3 Jahren ein Quasar-Cluster, in den 90ern war das, glaube ich, ein Cluster von Quasaren gefunden. Manche sagen, der ist so mindestens 10 Milliarden Jahre alt, eher in die 100 Milliarden. Das sind Phänomene, die passen einfach zum Beispiel nicht. Und da gibt es auch noch eine ganze andere. Es sind über 20 Papers, die da wirklich interessant sind, wo nicht passen. Okay, jetzt eigentlich kalte Fusion. Welches Problem haben wir da eigentlich? Oder gehen wir erstmal los, was ist eigentlich Fusion an sich? Fusion ist immer, wenn man Atomkerne in irgendeiner Form miteinander verschmelzt. Und warum will man das eigentlich machen? Man möchte Energie rausbekommen.
In der Standardtheorie ist, wo die Energie da eigentlich herkommt, ein bisschen quirky und naja. Aber im Endeffekt, du tust entweder ein Neutron oder ein Proton an einen anderen Atomkern verschmelzen und dann entsteht daraus ein Energieoutput aus dem relativistischen Änderungen der Masse, die sich Hitze und unter Umständen verschiedene andere Strahlungen ergibt, also Gammastrahlung zum Beispiel. Warum ist das eigentlich so schwierig? Das Problem ist, unsere generelle Annahme, die wir haben, ist das Bohrsche Modell. Und das ist ein bisschen, naja, wenn man sich mal die Geschichte von der Bohrentwicklung anguckt, das ist ein bisschen schräg. Am Anfang, als das Atom zum ersten Mal quasi gemessen werden konnte, hat es halt, naja, das hat rund ausgesehen und seitdem, und Helium schaut auch rund aus und damit war die Schlussfolgerung ein bisschen, naja, Atome sind rund. Das ist ein bisschen, naja, nur weil zwei Atome rund ist das halt nicht generell annehmbar. Aus diesem Bohr-Modell wurde die Coulombsche Kräfte entwickelt. Das sind also quasi, das ist das Coulomb-Feld, was den Atomkern quasi umgibt. Und bei der Fusion muss zumindest in der Standardtheorie dieses Feld durchbrochen werden. Also dass alle Atome rund sind, schauen wir mal. Das ist so quasi, wie das Standardmodell den Atomkern sieht. Man hat halt Protonen und Neutronen im Kern und die Elektronen sollen da drum herum schwirren. Ist natürlich so eine Frage, wenn das gegenseitige Ladungen sind, warum zieht das Elektron den Atomkern nicht an, also warum klebt das nicht zusammen und was beschleunigt dann das Elektron, dass es nicht angezogen wird? Das sind alles so Fragen, sind ein bisschen schwierig gelöst als Antworten. Machen wir mal einen Realitätscheck. Das ist eine Oberflächenaufnahme von einem Graphenlayer. Der besteht aus Kohlenstoffatomen. Und wenn ich mir den angucke, ich sehe da keine runden Dinger. Also das sieht für mich wie eine komplexe Struktur aus, die halt irgendwie eine Schale hat, aber es sieht nicht rund aus. Das sind um die 10 Angstrom, so ein Kohlenstoffatom, also in Angströmen ungefähr. Na, in der Regel nimmst du einen, also das hier mit Oberflächen. Ja. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken, wie die das genau gemessen haben. Also in der Regel nimmst du halt einen, ich stelle später BSMSG vor und du wirst dann sehen, dass die Konfiguration, die du da siehst, sehr gut abbildbar ist auf ein Atommodell. Wie gesagt, für mich sieht das nicht rund aus und ich glaube auch nicht, dass das Elektron diese Schale bildet, die allgemein angenommen wird. Aber wie gesagt, später können wir dann da genauer drauf eingehen. So, das Elektron habe ich jetzt hier schon vorgestellt. Das Problem ist bei Fusionen, also wenn du einen heißen Fusionsforscher fragst, der sagt halt heiße Fusion, da brauchst du extrem hohe Temperaturen, extrem hohen Druck, wie wir den in der Sonne sehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie Fusion haben können. Wenn man genauer guckt, werden wir da noch Unterschiede sehen. So. Schauen wir mal. Also der Standard-Approach ist hohe Temperatur, hoher Druck und irgendwie entweder man nimmt Deuterium, dass man zu Helium fusioniert oder gibt noch so ein paar andere Möglichkeiten, zeige ich gleich. Das ist der Tokamak-Reaktor, das ist quasi der, wo jetzt in Frankreich gebaut wird. Wir sehen hier unten dieses kleine blaue Ding, das ist ein Mensch. Hier. Dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, welche Größe das hat. Das Problem am Tokamak-Design ist ein bisschen, das hat eine richtig schlechte Beta-Ratio. Das bedeutet, der magnetische Druck, den du auf deinen
Plasma ausüben musst, ist extrem gering. Das heißt, wie quasi bei Tieren auch, du brauchst eine extreme Größe, also dieses kleine, es gibt keine kleinen Tiere, die gleich warm sind in kalten Gebilden, weil deine Oberfläche zu deinem Volumen ungünstig sich verhält. Und deswegen, wenn die Beta-Ratio schlecht ist, brauchst du einen großen Reaktor, damit deine Energie, die du aufwenden musst, um dein Feld zu erzeugen, quasi extrem hoch ist. Momentan sind wir hier bei 16 Billionen, also Milliarden Dollar, die dieser Apparat kosten wird. Kosten steigend und wir können nicht mit 2027 mit diesem Reaktor rechnen. Wenn man sich ein bisschen die History anguckt, was gibt es denn eigentlich so an heißen Fusionsreaktoren? Da gab es schon einige tolle Ideen in der Vergangenheit, die wurden dann nicht wirklich verfolgt. Es gibt noch das Stellarator-Prinzip, da wird momentan größer gebaut. Das hat ein stabiles, soll ein stabiles magnetisches Feld haben, das quasi das Plasma selbstständig einstößt. Dadurch ist die Beta-Ratio deutlich besser. Also man braucht weniger Energie, um den Reaktor zu betreiben. Aber es ist natürlich, wie ihr das seht, super kompliziert. Und wir bauen gerade einen mit dem Wendelstein X7. Der wird in den nächsten Monaten... wird in den nächsten Monaten aktiviert. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Hier sehen wir ein schönes Bild. Ist ein sehr kompliziertes Stück von Technik. Ich habe das so über die letzten Jahre hin verfolgt. Sehr lange Verzögerungen ergab es zum Beispiel durch die Konstruktion der supraleitenden Magnete, die Spulen. Die sind so kompliziert geformt, dass die erste Firma, die das versucht hat, die haben dann irgendwann aufgegeben. Dann hat die wurde dann eigentlich bauen Fraunhofer, IPP, ja. Die haben es dann selbst angefangen, das zu bauen. Der soll dann ungefähr 30 Minuten kontinuierliches Plasma erzeugen. Bin ich mal gespannt. So, dann gibt es noch Alternativen. Das wurden in den 70er Jahren, wurden die zum ersten Mal 70er, 80er Jahre entwickelt. Man versucht kein kontinuierliches Plasma zu erzeugen, sondern man pulst sein Plasma, indem man... Es ist ein bisschen kompliziert, quasi an diesen Kathoden, die außen liegen, entsteht das Plasma und das zieht sich selbst in so eine komprimierte Form. Das Plasma ist nicht stabil, aber im Zerfall dieses Plasmas komprimiert es sich selbst und soll dann Fusion erzeugen. Das ist zum ersten Mal quasi jetzt so über die wird zum ersten Mal wirklich gebaut. Das Problem ist, diese Fusionstechniken bekommen kein wirkliches Geld. Das sind alles Forschungsgruppen, die sich teilweise selbst oder mit extrem wenig Geld finanzieren müssen. Und das ist wirklich schade, weil das eigentlich ein tolles Prinzip ist. Und die haben jetzt angefangen, teilweise Crowd zu funden. Ihre Beryllium-Kathode haben sie sich, die kostet $250.000, die haben sie sich jetzt quasi gecrowdfundet. Momentan haben die aus Tungsten Wolfram eine Kathode bekommen. Die brauchen sie für ein bisschen mehr Forschung. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Prinzip und die Focus Fusion Society, wo das macht, versucht einen 5 Megawatt Reaktor auf eine Europalette zu bekommen. Wenn das so funktioniert, ist auf jeden Fall ein interessantes Prinzip und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. So, aber jetzt gehen wir mal in die kalte Fusion und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Historie an. Als Fleischmann und Pons, oh, das hätte ich vielleicht, ein bisschen hübscher machen können. Das sind die, als sie da ihre Fusion präsentiert haben. Aber wenn wir mal
in die Publikationsdatenbank von Kenner Lenner gucken, Lenner Kenner, die ist quasi eine Datenbank, die sich für kalte Fusionsforschung interessiert und eigentlich so ziemlich alles verweist, was irgendwie da mit im größeren Bezug ist. Fast alles sind dort peer-reviewed, wissenschaftliche Publikationen. Und wir sehen hier, dass es 1922 schon die ersten Experimente mit Palladium und Deuterium gab. Und ein bisschen weiter unten sehen wir dann auch so Namen wie Oppenheimer, also den Menschen, die an der Atombombe gearbeitet haben, die haben sich damals auch schon mit kalter Fusion beschäftigt. Also das ist nicht unbedingt ein Phänomen, das so neu ist und auch nicht vor vor Fleischmann und Polnisch schon da war. Die haben das quasi wiederentdeckt. Oder ich weiß nicht, inwieweit denen ihr Wissen in, damals gab es halt kein Internet, an solche Publikationen überhaupt mal reinzukommen oder zu wissen, dass diese Publikation gab, ist natürlich schon deutlich schwieriger gewesen. Auf jeden Fall, diese Datenbank ist super interessant. Da gibt es über 6000 Artikel inzwischen, die verlinkt sind. So, was hat Fleischmann und Pons, die haben angefangen ungefähr 84 mit ihrer Forschung Palladium zu benutzen und das mit Deuterium zu versetzen und in der Elektrolyse quasi diese Loading Ratio zu erhöhen, die Anzahl der Deuteriumatome in dem Palladium. Und die sind dann eigentlich schon so nach eigenen Angaben ungefähr nach einem Jahr auf interessante Ergebnisse gestoßen und haben sich 4 Jahre Zeit genommen, diese Sache wirklich nochmal genauer zu untersuchen. Fleischmann und Pons, heutzutage sind die schlecht angesehen, aber die waren damals, ihrer Zeit, waren das super hoch angesehene Wissenschaftler. Beide hatten über 200 Publikationen, in der wissenschaftliche Publikationen geliefert. Erfindungen, die wir heute benutzen, da haben die mitgewirkt. Das waren keine schlechten Wissenschaftler, die wussten, was sie tun. Das muss man ganz klar sagen. Und als sie dann das quasi announced haben, den Link kann ich sehr empfehlen, das ist ein richtiges Interview mit denen, die machen wir definitiv sehr, das Problem ist, du hast einen Effekt, du bist Chemiker, du weißt, das und das hast du getan, aber da kommt so viel Energie raus, das kannst du chemisch nicht erklären. Also die einzige Möglichkeit, die die hatten, das überhaupt irgendwie einzuordnen, war einfach, anzunehmen, dass es eine nukleare Reaktion ist, mit dem sie dann auch nicht falsch liegen. Wenn man sich mit der History wirklich mit den ganzen Details beschäftigt, das ist super wirr. Super wirr. Also ich will da auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich muss sagen, das ist so wirr, dass ich selbst mir da keine wirkliche Meinung bilden mag, weil ich da nur unterschiedliche Annahmen habe. Aber es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die nicht in Ordnung gelaufen sind. Eine Sache ist zum Beispiel, dass die MIT Patentanwälte Fleisch und Pontmann dazu gebracht haben, dass sie nicht mehr veröffentlichen dürfen, aus Angst vor irgendwelchen Patent, man könnte das Patent vielleicht verlieren, das ist halt typisch. Patente und Wissenschaft gehen eigentlich nicht unter einen Hut, aber es wurde dann von der amerikanischen Regierung, wurde dann natürlich hier, das müssen wir mal anschauen, eine Investigation gestartet und die war extrem schnell. Also so ein wissenschaftlicher Versuch, den kann man nicht mal so kurz replizieren, da muss man viel Zeit reinstecken, da muss man darauf achten, dass man alles richtig macht. Und also das, was ich auf jeden Fall so rauslesen konnte aus mehreren Quellen, ist, dass das extrem schnell gemacht wurde.
von hauptsächlich Caltech, MIT, Stanford. Und natürlich, die Tests wurden zu den Leuten gegeben, die einzigen, die sich mit Fusionen bis jetzt beschäftigt haben, zu den heißen Fusionsmenschen. Da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich Conflict of Interest. Wenn du damit beschäftigt bist, einen Reaktor zu bauen, der mehrere Milliarden Dollar kostet, und dann kommt jemand an und gibt dir irgendwie eine Methode, wo du mit 400-500 Dollar einen Reaktor bauen kannst, der Energie liefert. Also würde ich nicht machen. Dann gab es einen Hearing und interessanterweise, eine Person hat auch gesagt in dem Hearing, er hat Excess Heat gemessen und dass es auch Reports gab von außerhalb, die positiv sind. Die Geschichte von Eugen Maloff, ja? Können das am Ende machen, mir ist das egal. Ja. Ja. Naja, es kommt drauf an, wenn du an der Maschine hängst, an der du arbeitest, ja, dann hast du einen Konflikt, wenn du das nicht hast. Also ist die Frage, wie viel menschliche Attribute tust du Wissenschaftlern zuordnen? Für mich sind Wissenschaftler auch Menschen. Und für mich bringt halt dieses Menschsein einfach menschliche Fehler mit rein. Wir idealisieren Wissenschaft in unserem Kopf. Wir wollen sehen, dass Wissenschaft so klar ist, dass da keine Fehler gemacht werden, dass jeder da selbstlos handelt. Aber das ist halt einfach leider nicht so. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Aber wenn man in der Historie guckt, ist leider nicht so. Und diese Geschichte von Eugen Maloff ist wirklich interessant. Der war damals beim MIT für wissenschaftliche Publikationen verantwortlich und über seinen Tisch sind diese Publikationen gelaufen. Der hat an einem Tag Messergebnisse gesehen und am nächsten Tag, also das sagte er offiziell im Interview, das hat er immer wieder gesagt, am nächsten Tag kamen die gleichen Messergebnisse, da haben Daten gefehlt. Die haben diese wissenschaftlichen Dinge manipuliert, der Forschungen. Und er ist zurückgetreten von seinem Posten am MIT. Und dann, was ich dann mache, ich stelle mir selbst vor, wenn ich diesen Posten habe, würde ich zurücktreten oder nicht? Was muss passieren? Und das ist ein guter Job am MIT, der hat da gut verdient, das ist eine hohe Stelle. Und wenn du schon so weit bist und sagst, hey, da ist so viel Scheiße gelaufen, das kann ich nicht mehr vertreten, ich trete zurück. Und das sehe ich als hohen persönlichen Preis, den er gezahlt hat für seine Aussage. Und das rechne ich ihm an. So sehe ich das. Wenn ihr das anders seht, mir egal. Und er hat das immer wieder gesagt, dass auch von außen Reports reinkamen mit positiven Messergebnissen. Wenn man diese Ergebnisse dann so im Nachhinein betrachtet, kam da, dass alle drei Experimente, die hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht wurden, nicht sauber durchgeführt wurden. Das sehen wir gleich nochmal. Ja, und natürlich, es wurde von den heißen Fusionsmenschen wird immer angebracht, man sehen keine bestimmte Strahlung, die das sein muss. Ob die da wirklich sein muss, ist halt auch irgendwie eine Theorieaussage. Also das ist, wenn halt die Theorie nicht mit der Realität so gut übereinstimmt, dann vielleicht ist es auch ein ganz anderer Prozess. Also allein schon die Tatsache zu sagen, nur weil ein bestimmtes Produkt da nicht rauskommt, kann dieser Prozess nicht funktionieren, ist schon sehr, naja, kritisch zu betrachten. Meiner Meinung nach wurde in dieser ganzen Geschichte so die Grundregeln von Wissenschaft gebrochen. Und zwar, dass du einen Effekt nicht mehr wirklich untersuchen darfst, nur oder also
quasi, ja, weil der nicht mehr akzeptiert wird im Großen und Ganzen. Das sehen wir richtig krass im Park-Institut, das ist ein indisches Institut für verschiedene Naturwissenschaften, und die hatten ein Institut für kalte Fusion eingerichtet, und die haben 1990 haben die positive Versuche, die hatten den Prozess unter Kontrolle, die konnten Palladium-Deuterium-Fusion machen, aber die sind dann quasi zugemacht, weil die Ergebnisse, was die veröffentlicht wurden, von der Wissenschaft nicht mehr akzeptiert wurden. Das ist, und inzwischen werden die, das Parkes-Institut wird wieder aufgemacht, diese Abteilung für kalte Fusion, nachdem sich mehrere Wissenschaftler dafür ja, genau, ja. Ich habe da gleich auch noch eine Folie. Also spätere Investigationen haben gezeigt, dass es einige Sachen gibt. Und zwar, das ist die Loading-Ratio. Das ist quasi das entscheidende Problem bei der Palladium-Deuterium-Fusion. Und zwar, die Anzahl der Deuterium-Atomen im Palladium müssen eine bestimmte Anzahl sein. Also pro 100 Palladium-Atome brauchst du 90 Deuterium-Atome. Ansonsten wirst du bei diesem Effekt garantiert keine Energie-Output bekommen. Garantiert keinen. Das ist inzwischen klar. Es gibt noch so ein kleines Feld hier in der Mitte, was man da sieht. Da passiert es manchmal. Da weiß man noch nicht so genau wann. Aber wenn du im unteren Quadrant bist, hast du quasi mit einer extrem hohen Sicherheit diese Excess Heat. Und das sind die historischen ja? Das kommt darauf an, wie groß du skalierst, aber es ist entscheidend. Also ich habe ein paar Papers gelesen von Peer-Reviewed Papers, wo die in Excess-Ratios von über 1000 kamen. Also für ein Watt, das du reinsteckst, kriegst du 1000 raus. Realistisch. Naja, das kommt drauf an, du musst ja ein bisschen Energie reinstecken. Dieser Prozess ist nicht selbsterhaltend. So, also wenn du 1 Watt reinsteckst und du hast einen COP-Wert von 1000, kriegst du 1000 Watt raus. Wie viel Masse du da brauchst, ist so ein bisschen, kommt drauf an. Das kommt auch auf die geometrische Struktur an. In dem Originalpaper von Fleischmann und Pons, die hatten verschiedene geometrische Strukturen ausprobiert, die haben dann auch mal einen Würfel von einem Kubikzentimeter gemacht, der ist explodiert. Also das kommt ein bisschen drauf an, du darfst die Energiedichte nicht zu hoch machen, ansonsten geht dir der Versuch hoch. Das hier ist eine super interessante Statistik. Ja. Das heißt, ich habe einen effektiven Perpetuum mobile gebaut. Nee. Das liegt an deinem Physikverständnis. Du bekommst dann ja Helium raus. Das hier, die Slides kann ich nur empfehlen. Das waren die Original, hier sehen wir die Originalbegründungen, warum es nicht funktionieren kann. Wer sieht den Fehler in der Folie? Also, das sind 2, 3 Fehler drin. Man kann es an den Farben sehen. Das ist der COP-Wert, also 16 waren die hier. Man kann es an den Farben, den Fehler kann man schon an den Farben sehen. Also jede Farbe ist eine andere Versuchsreihe. Ich vermisse einen grünen Balken.
Grün war Enea. Die haben, das sind die Originalversuche, die gemacht wurden, das sind die Ergebnisse, die geliefert wurden. Die Roten nicht. Die Grünen, der Blaue und der Weiße wurde geliefert, in dem Hearing, ob kalte Fusion geht. Und wenn man den Grünen anguckt, dann da fehlt ein Datenpunkt. Und zwar an dem Loading-Ratio, wo die kalte Fusion am besten funktioniert im Palladium-Deuterium. Und warum fehlt da ein Datenpunkt? Warum haben die den rausgemacht? Wie? Das Grüne. Hier fehlt Grün. In dem, genau dem Moment, in der Loading-Ratio, wo es am besten funktioniert, da fehlt der Datenpunkt. Das finde ich merkwürdig. Nee, das ist ja nicht von Fleischmann und Pons. Das ist ja von denen, die das prüfen sollten. Also ist auf jeden Fall, ich finde das suspicious. Naja, weil der Datenpunkt da drüber ist da. Der Datenpunkt, also die, wo es nicht so gut funktioniert, die sind alle da. Aber. Ey. Entweder sie haben es nicht probiert oder die haben den Datenpunkt entfernt. Eins von den beiden. Aber der soll. Also, die haben den geliefert. Die haben diesen Datenwert geliefert. Diese drei, die haben diese vier Ratios geliefert, aber den in der Mitte nicht. Und dann frage ich mich, warum ist der in der Mitte nicht da? Dort, wo es am besten funktioniert. Ja, wenn man eine Reihe an Messwerten liefert und da ist eine Lücke dazwischen, das ist auf jeden Fall merkwürdig, wenn da eine Lücke in deiner Datenreihe ist. Also. Ja, wie gesagt, das ist halt genau die Stelle, wo es am besten funktioniert. Also, ich finde das merkwürdig, sorry. Aber naja, inzwischen sind wir bei über 160 erfolgreichen Versuchen von genau diesem Typ von Fusionsreaktor. Inzwischen sind die Parameter klar, also kann man sich selber machen. Palladium mit Deuterium. Inzwischen haben wir auch die ersten Bestätigungen von Nickel mit Wasserstoff. Das ist der berühmte Rossi-Reaktor. Da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Da gibt es ein paar wirklich interessante Entwicklungen in den letzten Monaten. Was haben wir denn noch so? Wir haben inzwischen festgestellt, dass auch Bakterien Fusionen erzeugen können. Da gibt es mehrere Papers dazu. Wir haben piezonukleare Fusion über Sound. Wurde schon Fusion festgestellt. Das zweite ist extrem interessant, und zwar von Mitsubishi Heavy Industries. Die haben, die wollen damit gar keinen Strom erzeugen, die wollen radioaktive Zerfallsprodukte von Reaktoren mit diesem Transmutationsprozess quasi unschädlich machen. Und die haben da eine relativ komplexe Palladium-Multilayer-Membran gebaut. Und was die da an quasi Fusionsprodukten auf der Oberfläche von diesem Stack entdeckt haben schon, ist wirklich, also mit der Standardtheorie kannst du das nicht erklären. Das macht da keinen Sinn. Aber das ist inzwischen so gut untersucht, diese ganzen Prozesse, dass man ganz klar sagen kann, es ist da mehr vorhanden, als die meisten akzeptieren wollen. Wir haben Fusion entdeckt beim Brechen von kristallinen Strukturen. Auch super interessant. Mit Laser entsprechend stimulierte überlesen. Die meisten von diesen Papern, ich habe die nur so, naja, so halb gelesen, so, weil man kann sich auch nicht mit allem beschäftigen. Aber auf jeden Fall
ein weites Feld. Dann wurde mit Palladium, Deuterium, wenn man das in Zeolit einlagert, kann man das erzeugt das Fusionstest bei Raumtemperatur. Da muss man noch nicht mal Energie hinzufügen. Da kommt so, das ist ungefähr so ein kleiner Reaktor gewesen, der schafft so 1-2 Watt Grad Temperaturerhöhung, aber man gibt da nichts rein. Es gibt also keine. Okay. Ah. Das hättest du früher machen können. Ah. Mal schauen. Ah, okay, deutlich weniger. In diesem Zeolit, das hat eine relativ komplexe geometrische Struktur und bildet oft so Kanäle. Und die Vermutung ist natürlich jetzt, dass das Palladium, was in diesem Zeolit eingelagert ist, sich in einen besseren... Ich bin sehr unkompatibel mit diesem Mikrofon anscheinend. Dass sich in einen Zustand versetzt, dass Fusion schon bei Raumtemperatur möglich ist. Also das ist auf jeden Fall ein weites Feld und inzwischen ist es auch zum Glück nicht mehr so im Hintergrund, es entstehen extrem viele Publikationen inzwischen mit interessanten Ergebnissen. So, also wir sind über 4000, also sind eher über 6000. Ich habe es jetzt nicht so wirklich gezählt, steht auch leider nicht dran, aber über 4000 ist es auf jeden Fall. Da kann man sich mal ein paar Tage mit beschäftigen, würde ich sagen. So, was gibt es denn für Theorien? Theoretische Sachen, wir sind jetzt momentan ich habe 20 Theorien gesehen, die das versuchen im Standardmodell abzubilden. So Sinn im Standardmodell sind null. Also das macht gar keinen Sinn, momentan leider. Ich persönlich bin abgekommen vom Standardmodell. Ich weiß zumindest eine logische Begründung, die kalte Fusion erklärt. Das ist in BSMSG. Und die ist halt aber nicht kompatibel mit dem Standardmodell. Folglich, für mich sieht das Standardmodell, das ist meine persönliche Meinung, das sieht aus wie ein Softwareprojekt, an dem 100 Jahre gearbeitet wurde und seitdem wurde nichts mehr neu geschrieben. Das ist, anders kann man das nicht sehen. Es ist so quirky teilweise und macht nicht wirklich Sinn. Ich persönlich bin vor ein paar Monaten auf BSMSG gestoßen und für mich macht dieses Modell so viel Sinn, dass ich nur noch in dem denke. Und für mich sind alle diese Phänomene, die wir vorhin, wo ich angesprochen habe, sind alle erklärlich. So, wollen wir noch ein bisschen kurz auf Rossis Reaktor eingehen. Das ist ein Bild vom dritten Lugano-Test. Da wurde ungefähr ein COP also von 2,7 gemessen. Den sehen natürlich viele Menschen auch immer so, das ist so irgendwie so ein Halsabschneider oder irgendwie so ein Krimineller. Aber die Wissenschaftler, mit denen die gearbeitet haben, ich habe mir den Report vollständig durchgelesen und ich finde den, okay, vielleicht hätte man die Messmethode mit dem Infrarotmeter ein bisschen anders, einfacher machen können, aber so wirklich falsch war sie nicht. Sie war halt kompliziert, aber ausreichend gut, meiner Meinung nach. Aber was natürlich interessant ist, ist, dass es, was wirklich interessant in diesem Report ist, ist die Brennstoff-Asche-Analyse. In der Asche wurde eine Isotopenverschiebung wurde festgestellt. Also es ist nicht so, dass der aus Nickel Kupfer gemacht hätte, sondern der hat höhere Isotope von Nickel erzeugt. Und
selbst wenn das ein Fake gewesen wäre, ich glaube nicht, dass Ross überhaupt die Technologie hat, dieses Isotopengemisch herzustellen. Ich glaube nicht, dass du im Markt irgendwo sagen kannst, hier, ich brauche ein bestimmtes Nickel-Isotop. Das Nickel-Isotope kannst du kaufen. Also bei Silizium weiß ich es, aber bei Nickel? Ja, okay. Also für einige Sachen weiß ich es, aber dass man jetzt irgendwie so spezielle jetzt Nickel-Isotope sammeln könnte. Lithium auch? Es gab eine... Es gab eine Isotopenverschiebung sowohl in Nickel als auch in Lithium. Ja. Nee. Ja, das sehe ich ähnlich. Also allein das zu faken ist zu kompliziert, meiner Meinung nach. Aber richtig interessant ist es, dass wir jetzt die ersten Replikation haben. Das soll ein Megawatt-Reaktor sein. Der soll noch mit irgendwie dem Vorgängermodell von dem ECAD funktionieren. Warum ich ihn eigentlich reingebracht habe, ist, weil es die ersten Replikationen von diesem Reaktor gibt. Das ist von Professor Alexander Pakomov, der hat in seinem Heimlabor den Rossina-Reaktor nachgebaut, hat auch einen ganzen Haufen an zerstörter Reaktoren schon gezeigt. Der Prozess ist ein bisschen tricky. Teilweise explodiert der Reaktor, wenn du über bestimmte Temperaturen kommst. Der Prozess dahinter ist noch nicht so ganz klar. Interessanterweise hat dieser Reaktor, wenn er mal gestartet ist, noch nicht mal einen Überdruck, sondern einen Unterdruck. Also wenn das Lithium-Aluminium-Wasserstoff sich zersetzt hat, das passiert so bei 200-300 Grad, dann diffundiert das langsam vermutlich in das Nickel ein und der Prozess startet. Und die Martin Fleischmann Memorial Project haben dem letzten einen ordentlichen Druckmessung angeschlossen. Und dabei hat sich festgestellt, dass in dem Reaktor nach so 800 Grad ungefähr sich anfängt, der Druck stark zu sinken, bis er einen Unterdruck hat. Also in diesem Reaktor ist noch nicht mal mehr Druck. Aber wenn du den erhitzt über 1200 Grad, da gibt es irgendeine Schwelle, weiß noch nicht so genau, was dabei passiert, aber es entsteht extrem viel Druck in sehr kurzer Zeit, der Reaktor explodiert, da gibt es sehr schöne Bilder, Fleischmann Memorial Project, das ist wirklich revolutionär, was die betreiben. Das ist sein Report und der erreicht einen ähnlichen Output von dem Rossi-Reaktor. Inzwischen, als er den Report gebracht hat, da hat er schon 4 erfolgreiche Versuche gehabt mit Laufzeiten von ungefähr 1 bis 2 Stunden. Meistens explodiert dann entweder der Reaktor oder er brennt durch. Eins von den beiden ist momentan meistens das Problem. Der letzte Reaktor, das hat er vor 2 Wochen, kam das glaube ich raus, oder letzte Woche, da ist die Heizspule durchgebrannt, aber er hat es geschafft, den Reaktor neu zu starten. Also mit einer neuen Heizspule und er hat dann wieder angefangen, wo das vorher. Also ist auf jeden Fall interessant, dass man den Reaktor wieder starten kann. Das ist also kein Prozess, der sich irgendwie, ja, den man einmal anstoßt und dann kommt er nie wieder. Schade, Leute. Der Arbeit hat den Fleischmann Memorial Project. Die machen einen kompletten Open-Source-Ansatz. Alles, was die machen, wird live ins Internet gestreamt. Du siehst die Rohdaten ihrer Sensoren. Live werden die den Versuch machen. Du siehst mehrere Kameras. Das ist, und alles, was die bauen, alles, was die erforschen,
Die Baupläne sind alle offen und das ist wirklich meiner Meinung nach eine neue Ära von Wissenschaft, die einleiten mit ihrem Ansatz. Und die versuchen ebenfalls den Reaktor nachzubauen. Und eine der Probleme, typischen Probleme zum Beispiel, warum das so ein bisschen tricky ist, das ist ein Aluminium-Gehäuse, also Aluminiumoxid. Pakomov zum Beispiel hat Aluminium benutzt, das war nur 50% Aluminium und der Rest so irgendwie Magnesium und andere. Und der hatte zum Beispiel überhaupt kein Problem, seinen Reaktor abzudichten. Die Fleischmann-Leute haben 99%iges Aluminium benutzt und die hatten zum Beispiel totale Dichtungsprobleme. Und das sind halt so diese kleinen Details oder wie groß ist dein Granulat, das du benutzt, ist das grob oder fein und diese ganzen Details sind halt quasi das Problem, um das wirklich replizierbar zu machen. Momentan, die sind kräftig dran, da kann man auf jeden Fall jeden Tag quasi reingucken und man bekommt was Neues mit. Das ist auf jeden Fall spannend. Und sie sind natürlich sehr kooperativ in ihrem und das ist auf jeden Fall eine gute Sache und da kann man auf jeden Fall sich mit beteiligen. Genau, das ist Input zu Output. Und der mögliche Bereich, in dem man da quasi handhabt in dieser kalten Fusionsbereich, das kann wirklich hoch werden. Also das ist wirklich definitiv eine bessere mögliche Energiequelle als alles, was wir momentan so versuchen, meiner Meinung nach. 2,7, aber das geht. Naja, man müsste prinzipiell den E-ROI berechnen. Also wie viel Energie du gebraucht hast, diese Maschine zu bauen, wie viel Energie brauchst du, diese Maschine zu betreiben, zu erhalten, wie viel Energie brauchst du, diese abzubauen, quasi diese, und wie viel kommt da raus? Und das ist eigentlich der wirklich interessante Wert. Und das ist ein Wert, der ist leider bei den meisten Dingen nicht sonderlich hoch, was wir so momentan benutzen. Und das ist auch zum Beispiel unser Problem mit Solarzellen. Eine Solarzelle in unserem Breitengrad hat einen E-ROI von 3,5. Du brauchst einen E-ROI von 7, um unsere Gesellschaft zu erhalten. So, noch Zusammenfassung. Kalte Fusion, das ist wieder heiß. Das zum Glück. Das gibt es auf mehrere große Papers, Journals sind inzwischen auch wieder offener gegenüber alternativen oder nicht so stark erklärten Phänomenen. Weil meine Theorie irgendwas nicht erlaubt, heißt nicht, dass es nicht geht. Das ist halt ein Fehlschluss, den irgendwie gerade in der Physik total häufig gemacht wird. Weil wir einfach, gerade in der Physik wird angenommen, wir haben die Welt völlig verstanden. Und wir haben eigentlich, wenn man sich mal genau betrachtet, noch nicht wirklich viel verstanden. Also irgendwas ist da definitiv anders. Aber manche verhalten sich so. Das ist halt, also gerade wenn es um Fusion geht. Okay. Also allein schon, du kannst ja mal an den Physiker gehen, irgendeinen, also die meisten. Nee, und dann schlag mal vor, dass du eine andere Interpretation statt als das Standardmodell hast. Oder schreib den mal und guck mal, wie viele Reaktionen du bekommst. Viel Spaß. Ja. Ich habe mal Physik studiert, so ist das nicht. Also es ist nicht so, dass ich mich mit Physik nicht beschäftige.
Nur weil ich das Standardmodell nicht mehr akzeptiere, und weil, heißt das nicht, dass ich das nicht irgendwie zumindest teilweise verstanden habe, auch wenn es für mich nicht viel Sinn ergibt. Es gibt wieder mehr quasi Institute, die sich damit beschäftigen. Indien will wieder welche aufmachen. Stanford hat eins und haben vermutlich auch einen längeren Versuch momentan am Laufen. Da bin ich mal gespannt, ob da auch mal was Größeres veröffentlicht wird. Und wir sehen auch wieder ein bisschen mehr alternative Energiequellen, die vielleicht mit dem Standardmodell nicht so übereinkommen. Sind. So, was können wir denn von dieser ganzen Sache lernen? Das fand ich, ein unglaublich tolle, das wurde für den die muss man eigentlich schon, die muss man schon fast lesen, damit die wirklich gut sind. Das ist auch sehr gut. Nukleare Energie. Oder unser deutscher Education, Bildungsminister. Was haben wir noch? Ah ja, genau, gegen Wechselstrom von Edison. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Also diese ganze Verlinkung, das wurde für den Kongress gemacht, und da wurden durch wissenschaftliche Publikationen oder Aussagen gegangen, und da wurde quasi so eine fehlerhafte Voraussage in der Wissenschaft gesucht. Und das ist wirklich super amüsant, diese Artikel zu lesen. Ja, klar, der war ja für seinen Gleichstrom, ja. Und um das zu zeigen, hat er dann einen Elefanten geröstet, ja. Meiner Meinung nach ist diese ganze Geschichte quasi, da wurde wirklich mit irgendwie schlechter Wissenschaft, mit Lügen und irgendwelchem selbstverhaftenden Verhalten wurde unsere Wissenschaft um unsere Entwicklung um 20 Jahre zurückgeworfen. Und das ist, wenn wir unsere wirklichen Probleme angucken, in denen wir sind, wirklich traurig. Und das Problem ist einfach, wir versuchen immer unsere Theorien und unsere Dinge, die wir schon wissen, zu bestätigen, und wir suchen immer nie nach den Problemen. Was sind die Versuche, die Ergebnisse liefern, die passen nicht zu unserer Theorie? Was sind die Dinge, die irgendwie, was ergibt keinen Sinn? Und das finde ich einfach, wenn man das nicht wirklich versucht zu finden, dann wird man seine eigene Meinung nie wirklich revidieren oder auch versuchen, wirklich fortzuschreiten in seiner theoretischen Verständnis der Welt. Und ja. Wenn du das versuchst, behauptest, das geht nicht, die Chancen stehen am meisten gegen dich. Das würde ich so sagen, kann man aus der Geschichte lernen. Und damit das alles funktioniert, warum das aus meiner Meinung nach funktioniert, lernen wir nach einer Pause, wenn ich mal kurz BSM-SG so grob vorstellen werde. Es ist ein komplett anderes Theorie der Physik, die meiner Meinung nach viel mehr Sinn ergibt als alles, was wir jemals hatten. Und da ist die kalte Fusion einfach erklärt. Ja. Ich bin nicht so der Verschwörungsfreund. Teilweise glaube ich einfach, dass die Menschen dann einfach so, wenn du, Physik ist ein weites Feld. Du bist in einem Feld beschäftigt, und wenn du dann irgendwie fragst, geht kalte Fusion, fragst du deinen Kumpel aus der heißen Fusionsabteilung, und der sagt dir nein. Und damit glaubst du das genauso.
Weil das ist halt ein Kumpel, dem vertraust du, der glaubst du, der hat Ahnung. Und ich glaube, das ist eher so ein selbstreplizierendes Meinungsbild, was halt dann von einer zur nächsten Person schwappt, als wirklich so, wie man versucht, das zu unterdrücken. Ich glaube, das ist einfach so, teilweise, vielleicht am Anfang war da irgendwie Blödsinn bei dem ursprünglichen Test, aber das hat halt blöderweise diesen ganzen Bereich versaut. Und das ist die Schade, weil wenn du niemanden verletzt bei deinem Versuch, dann kann das doch nicht falsch sein, einen Versuch zu machen. Und dass du den Versuch nicht mehr machen kannst, das ist halt die wirkliche unwissenschaftliche Sache an der ganzen Sache. Dass dieses gesamte Feld quasi so in schlechtes Licht gerückt wurde. Ah, ist besser, ja? Ja. Ja. Na, das ist ja erstmal ein ganz anderer Prozess. Also, teilweise. Naja, es ist natürlich erstmal so eine Sache. Um einen Prozess zu optimieren, musst du ihn verstehen. Eigentlich. Wenn du ihn gut optimieren willst. So. Du kannst ihn natürlich durch Versuch und Dingens, aber teilweise stößt du natürlich einfach so auf Dinge, die du nicht erklären kannst. Keine Ahnung, wer der Erste war, der Deuterium mit Palladium in irgendwie eine Atmosphäre gebracht hat, aber die ersten Papers, die haben erstmal gesagt, die wissen überhaupt nicht, was da ist. Die wissen nur, das verhält sich nicht so, wie es sich verhalten sollte. Wir wissen nicht, warum es sich so verhält. Und das ist so quasi die Aussage von den meisten ersten Papern. Die wussten nicht, was da passiert. Nee. Die schreiben halt, naja, wir haben das und das gemacht und das ist dabei passiert. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Und das ist auch, was Fleischmann und Pons gesagt haben. Die haben halt geschlussfolgert, da muss eine Fusion sein, weil es keine chemische, nichts diese chemische Energie da speichern kann in dieser Menge. Oder für die beiden als Chemiker gab es natürlich einfach keinen Prozess, der irgendwie da passieren hätte können, was diese Energie rausgibt. Und das ist ja auch klar. Und deswegen haben die halt geschlussfolgert, es ist eine nuklearer Prozess. Ja. So, hier drüben gab es noch eine. Ja? Ja, machen wir mal eine ganz simple Frage. Warum, wenn man einen funktionierenden Fusionsreaktor hat, misst man den Energieoutput auf die dümmste mögliche Art und Weise, wie man aus dem Grundpraktikum raus. Also einfach ein Kalorimeter, auch bekannt als alter kaputter Kühlschrank vom Schrott, um rumzubauen, ja. Misst einfach mal, wie viel Wärme da rauskommt. Naja, ja, das meinte ich auch, warum. Statt ein 27-seitiges Pamphlet mit schlechter Schriftart, schlechtem Spelling und ohne Fehlerrechnung zu veröffentlichen, wo jeder Physiker, egal wie gut gelaunt er ist, danach meint, du Depp. Warum macht man es, wenn man Leute überzeugen will, ist ihnen auch möglichst schwer, indem man brutale handwerkliche Fehler macht? An die Nicht-Fehlerrechnung kann ich mich gerade nicht erinnern, aber okay. Okay. Hm. Das ist auch für das, was wir den Studenten im ersten Semester aus dem Praktikum rausschmeißen, weil sie sich dumm anstellen. Ah, okay, ja. Musst du selbst fragen. Ja. Ja. Also klar, die Messmethode war kompliziert. Pakomov hat sich einfacher gemacht, er hat wirklich einen Kalorimeter gebaut und er hat das gleiche Ergebnis geliefert. Die Fleischmann-Leute, die versuchen auch diese Messmethode, die bei dem Lugano-Report gemacht wurden, auch nachzumachen. Denen ist leider durch ein kaputtes Netzteil schon so das Messgerät kaputt gegangen, was ziemlich teuer war und so.